Ja, und das ist genau der Umgang mit solchen Bildern und solchen Schicksalen, der unser Land im Moment so aufwühlt. Und da geht es ihr vermutlich wie uns allen auch. Und trotzdem stellt sich die Frage für sie mit einer anderen Wucht. Sie hat viel von der Welt gesehen, hat unter anderem mehrere Jahre in China gearbeitet und sogar ihre Doktorarbeit über das chinesische Rentensystem geschrieben. Trotzdem trat sie 2013 in eine Partei ein, deren Kernkompetenz, sage ich mal, nicht unbedingt Weltoffenheit ist. Eine Partei, von der Hans-Olaf Henkel, einer der Mitbegründer, hier in der Sendung vor kurzem sagte, wir haben da ein Monster erschaffen, nämlich die AfD. Stimmt das mit dem Monster tatsächlich oder täten wir gut daran, uns endlich sachlich mit dieser Partei auseinanderzusetzen? Oder anders gefragt, was macht eine Partei wie die AfD so attraktiv für eine kluge Frau wie Sie? Herzlich willkommen, Alice Weidel. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Danke. Daniel Etter, der heute unser Gast ist. Und ich würde gerne Alice Weidel, Ihres Zeichens Unternehmerin, Mitglied im AfD-Bundesvorstand, fragen. Frau Weidel, was denken Sie, wenn Sie ein solches Foto sehen? Was geht Ihnen da durch den Kopf? Als Mensch ist das ganz klar. Also ich kenne das Bild übrigens und mir zerreißt es das Herz. Also die ganzen Einzelschicksale, also es ist nicht das erste Bild. Man möchte als Mensch oder ich als Mensch möchte nach Möglichkeit allen Menschen helfen. Ja? Und Sie haben mich aber jetzt gerade als Politikerin auch gefragt. Das ist interessant, wie Sie das unterscheiden. Also Sie sagen, da gibt es einerseits den Menschen in mir und dann gibt es den Politiker. Ich dachte immer, Politiker und Menschen, das ist weitestgehend deckungsgleich. Ja, es ist aber im Kontext der sogenannten Flüchtlingskrise ist es ja auch eben so. Warum sogenannt? Ja, wir gehen sie so genannt, weil wir unter dem Wort des Flüchtlings nicht klar zwischen Asyl und Einwanderung eben differenzieren. Sie hatten das ja auch eben auch gesagt, Sie hatten das scheinheilig genannt. Das hätte ich gerne auch noch mal vielleicht auch von Ihnen erläutert, was genau Sie damit meinen. Aber das Problem ist ja grundsätzlich, dass wir an unseren Grenzen nicht unterscheiden zwischen denjenigen, die tatsächlich vor Krieg und Terror fliehen, also durch einen Staat verfolgt sind, und diejenigen, die es eben nicht tun, also aus sogenannten sicheren Herkunftsländern kommen. Und als Staat ist es eben auch unsere Aufgabe, da zu differenzieren. Weil es ist ja so, ich habe damit als Ökonomin ein Problem auch. Ja? Rein quantitativ geht diese Rechnung nicht auf. Also Hans-Werner Sinn hat da mal ein ganz interessantes Zitat auch gebracht. Der sagte, also eigentlich müssen wir von der Willkommenskultur weggehen, weil dafür hat Afrika mit 1,1 Milliarden Menschen einfach zu viele Menschen. Ja? Es ist ein sehr großer Kontinent. Und auch zu viele Bürgerkriege, wenn Sie sich allein Nigeria mit 180 Millionen Menschen anschauen, die eben auch vor Krieg und Terror fliehen. Aber Sie können nicht alle nach Europa aufnehmen, auch wenn wir uns das auch wünschen würden. Aber das ist ja auch mit Verlaub nicht das, was auch jeder hier im Saal so verlangt oder fordert. Aber das, was Sie gerade sagen, impliziert, dass wir alle diese Art von Naivlinge sind, die genau das verlangen. So ist es doch nicht. Die Welt besteht doch aus deutlich mehr. Und wenn Sie mich fragen, was meinen Sie, wenn Sie sagen scheinheilig, kann ich Ihnen sagen. Ich habe mal einen Mann in Gambia getroffen beispielsweise. Ich habe diese Szene noch vor Augen, wie der sich auf den Weg machte mit einem Koffer, den er da in der Hand hatte. Und die Familie hat sich von dem verabschiedet, weil es schlicht und ergreifend nichts mehr gab, was die dort an eigener Existenz auf die Beine kriegen konnten. Hat seine Kinder, seine Frau, alles zurückgelassen, was ihm wichtig ist. Und hat sich auf den Weg gemacht nach Italien. Und es war vollkommen unklar, wann die sich vielleicht irgendwann mal wiedersehen werden. Und ich ahne, wie diese Geschichte weiterging. Also mit Glück hat das geschafft, aus Libyen übers Mittelmeer nach Italien zu kommen, mit sehr viel Glück. Wenn er es nicht geschafft hat, ist er im Mittelmeer ertrunken. Und wenn er es geschafft hat, hat er wahrscheinlich in den Jahren danach in Italien ein fürchterliches Leben in einer halben Illegalität geführt und irgendwie versucht, ab und zu mal ein paar Scheine nach Hause zu schicken. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage scheinheilig. Diese Unterscheidung, die Sie sagen, Politikerin auf der einen Seite, Mensch auf der anderen Seite. Ist es nicht gerade so, dass die AfD, eine Protestpartei, der Sie angehören, der Sie 2013 beigetreten sind, dass die doch im Wesentlichen auch davon lebt, dass man den Leuten das Gefühl gibt, also wenn es einen gibt, der ehrlich ist und der die Wahrheit sagt und der authentisch ist, um dieses viel strapazierte Wort mal zu benutzen, dann sind wir das. Jetzt erlebe ich bei Ihnen, dass Sie genau das sauber trennen und sagen, offiziell muss ich sagen, finde ich Wirtschaftsflüchtlinge, juckt mich eigentlich nicht weiter als Politiker, als Mensch berührt es mich dagegen sehr. Also zunächst einmal Protestpartei. Ich kann das
Ich kann das im Grunde nachvollziehen, weil die AfD natürlich auch sehr unangenehme Themen aufgreift. Also wir haben jetzt einmal das Flüchtlingsthema. Das ist natürlich auch ein heißes Eisen, wenn Sie das so differenzieren. Ja, weil dieser Duktus auch in der öffentlichen Diskussion, dann sind Sie eigentlich auch schon gleich, wenn Sie das andiskutieren wollen, dass Sie da überhaupt differenzieren müssen und dass sich unsere Bundesregierung überhaupt an Recht und Gesetz hält. Dann werden Sie ja auch gleich in die rechte Ecke gestellt. Ja? Das ist ja ganz, ganz klar so. Und wo ich mich selber ja überhaupt gar nicht sehe. Also das ist natürlich schon eine unglaubliche Spreizung. Und Protestparteien haben grundsätzlich eigentlich das Problem, dass sie nicht nachhaltig sind. Ja, wenn sie eigentlich eine Protest-, eine Antipartei sind, ja, dann werden sie vielleicht einmal gewählt. Aber dann müssen sie auch Konzepte und Lösungen liefern, die die AfD übrigens auch hat. Ja, ich nenne ein Beispiel. Wir sagen seit Jahren, dass eine Antragstellung auch im Heimatland, also in Auslandskonsulaten und Botschaften möglich sein müssen oder in Flüchtlingscamps. Da müssen sich eigentlich überhaupt gar nicht 100.000 auf diesen gefährlichen Weg machen. Diese Thematik, die wird beispielsweise auch in unserer Programmatik oder in den Leitlinien gar nicht wiedergespiegelt, warum es uns es auch sehr, sehr schwer macht. Und letztlich ist es eben so, der Bundesparteitag wird es jetzt am Wochenende zeigen, dass wir eben auch die Lösungen und Konzepte haben, ja, um das auch sachlich durchdiskutieren zu können, ja, um nach vorne raus auch nicht immer als Antipartei wahrgenommen zu werden. Ist das etwas, worunter Sie gerade als Einzelperson auch tatsächlich leiden, weil Sie ja in der Tat nicht zu diesem Flügel gehören, der da auf dieser einen Ecke immer so ein bisschen zündelt und mit diesen Themen Stimmung macht, über die wir gleich noch sprechen werden. Haben Sie das Gefühl, Sie sind da manchmal in der falschen Partei? Oder anders gefragt, gibt es da Leute, von denen Sie sagen würden, eigentlich gehören die da gar nicht hin? Also in der falschen Partei sicherlich nicht, weil ich habe mich ja nicht in der Tür geirrt. Also wir haben da ganz wichtige Treiberthemen, das Thema der direkten Demokratie und auch der Volksentscheide auf jeder Ebene. Das sind ja ganz wichtige Themen. Aber das ist ja nicht das Thema, mit dem Sie gerade punkten. Ja, ja, schon auch. Ja, wir wollen ja eben Volksentscheide. Und das ist eigentlich so das Gründungsthema auch der AfD eben gewesen, warum ich überhaupt eingetreten bin. So. Und in der Asylkrise nochmal, da sagen wir eben, also wir haben Recht und Gesetz. Wir haben ein Asylgesetz, über das sich die Bundesregierung hinwegsetzt, als auch Dublin 2 respektive 3 Abkommen, also internationale Regelungen. Aber Ihre Frage zielt ja darauf ab, natürlich ist es so, dass unsere Spitzenfunktionäre auch teilweise selbstkritisch mit sich umgehen müssen. Ja, wen meinen Sie da? Das möchte ich jetzt soweit nicht sagen. Aber wenn Sie Frau von Storch, Alexander Gauland, Björn Höcke, wen meinen Sie? Ich nenne Ihnen einfach Begriffe. Ja, wenn Sie über Schusswaffengebräuche fabulieren, also in diesen politischen Bildern, das haben Sie gesagt, Herr Lanz, ja, in diesem kann man politischen ja Bild, ja. Richtig, genau, oder über Volkskörper sprechen. Volkskörper Alexander Gauland. So es ist die Sache der Polen zu entscheiden, wie viele Flüchtlinge sie in ihrem Volkskörper haben wollen. Was sagen Sie dem, wenn Sie den treffen? Also ich habe tatsächlich darauf reagiert. Also erstmal hat Herr Gauland auf eine Frage geantwortet und er hat den Fehler gemacht, sie zu wiederholen. Er hat selber das Wort gar nicht benutzt an sich, sondern er hat sozusagen auf eine Frage, die ihm so gestellt wurde, geantwortet. Also in der Frage war das Wort Volkskörper korrekt, schon drin. Korrekt. Und das ist natürlich auch so ein, ich sage jetzt mal, so ein Man könnte Vokabular, sich natürlich dann distanzieren. Vokabular. Alexander Gauland ist ein kluger Mann. Ich hätte das gemacht. Er hat es nicht getan. Rufen Sie ihn dann an? Duzen Sie Richtig? Sich in Ihrer Partei? Nein, also ich duze Herrn Gauland nicht. Wir duzen uns nicht. Und Frau von Storch, duzen Sie die? Was hat das damit zu tun? Also ich will nur wissen, wie Ihr Verhältnis, so Ihr Binnenverhältnis ist. Gutes. Wir haben sehr, sehr gutes Binnenverhältnis. Mhm. Ja, wie ist das bei Björn Höcke, dem Landesvorsitzenden in Thüringen, der Ende November bei einem Kongress gesagt hat, im 21. Jahrhundert trifft, Achtung, der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp. Ja, da musst du mal drauf kommen. Ja, richtig, da muss man auch drauf kommen. Und Herr Höcke kennt meine Ansicht dazu. Ich habe mich dazu auch schon öffentlich direkt geäußert und habe auch gesagt, dass ich das indiskutabel finde. Finden Sie, dass jemand wie Herr Höcke aus dieser Partei raus muss? Ja. Also
Man muss letztendlich sagen, dass die AfD eine junge Partei ist. Ja? Und, aber finden Sie, dass Menschen, er raus muss? Moment, ja, ich weiß jetzt, woraus Sie können mir jetzt die Frage 10-mal stellen. Aber ich will nur eine Antwort. Nein, ja, nein, ich weiß. Ja, aber man muss den Leuten auch Chancen geben. Ja? Jeder kann sich mal irgendwo verrennen. Das ist Herr ganz Höcke klar. Meinen Sie jetzt zum Beispiel? Beispielsweise. Aber ja. Herr Höcke sagt auch, wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wieder entdecken, werden wir mannhaft. Mhm. Das klingt so, als sei ihm die Männlichkeit entlaufen. Ja. Ja, das dachte ich eigentlich auch. Aber wohin ist die unterwegs? Das dachte ich eigentlich auch. Ja, oder? Ich meine, ja, klar. Nein, um es wirklich kurz zu machen. Nein, ich meine, das klingt jetzt lustiger, als es tatsächlich ist. Ja, wenn es nicht so, so traurig wäre, ja. Wäre es lustig. Denken Sie manchmal, müssen Sie, Sie stehen ja so für einen anderen Flügel dieser Partei. Sie sind absolut. Ja eingetreten sozusagen rund um diese Euro-Krise. Das ist eigentlich Ihr Thema. Sie kommen aus der Wirtschaftsecke, haben VWL studiert, BWL studiert, waren sogar bei Goldman Sachs, haben dort gearbeitet, also bei den richtigen Kapitalisten, sage ich mal. Das passt auch nicht so richtig zur Partei der kleinen Leute. Ja, wenn man bei Goldman Sachs unterwegs war, ist eher neoliberal, um es mal freundlich auszudrücken. Trotzdem, Sie sind wegen dieser Professoren, wegen dieser Volkswirtschaftler, wegen der Leute, die sagen, der Euro ist eigentlich eine Fehlkonstruktion. Und da stimmen Sie ja mit vielen auch überein. Deretwegen sind Sie dort eingetreten. Plötzlich haben Sie da mit Leuten zu tun, die sich Sorgen um ihre Männlichkeit machen, die irgendwo unterwegs ist oder die dann über komische Schießbefehle fabulieren und so weiter und so fort. Mhm. Überlegt man sich dann, da gehe ich wieder raus? Ich meine, die Professoren sind ja auch raus, Herr Lucke und viele, viele andere ja auch. Mhm. Ich glaube aber, dass die Professoren, die eigentlich, Lucke hat auch von sich selber gesagt, dass er nie ein Liberaler gewesen ist, letztendlich sich in ein Projekt reinbegeben haben, was nicht nachhaltig ist. Ja? Mhm. Die Alpha-Partei, das ist gegen eine Promille-Partei. Und ich hätte mir auch ganz ehrlich gewünscht, dass dieser Konflikt innerhalb der AfD ausgetragen wird, dass man das einfach aushält. Das muss ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen, weil natürlich, ich meine, das heißt, lieber Höcke raus und Lucke drin, ja? Das habe ich nicht gesagt, das haben Sie wieder gesagt. Ich versuche nur, ist nur eine Frage. Ja, es ist richtig, aber Sie haben mir eine andere Frage gestellt, warum ich eigentlich in der Partei bin. Ja. Und ich habe Ihnen die ja auch eben beantwortet. Mhm. Für mich ist das teilweise auch befremdlich. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil es letztendlich die Debatte verkürzt, ja, weil Sie müssen ja als Politiker, Sie müssen doch Lösungen darbieten, ja, und Sie müssen auch, und dafür sind wir ja auch eingetreten, eine Transparenz gegenüber den Bürgern und den Wählern schaffen. Und das ist doch teilweise durch sehr stark verkürzte Aussagen doch überhaupt gar nicht gegeben. Mhm. Warum ich das eigentlich als sehr problematisch halte, ist das Erste. Das Zweite ist eigentlich, Sie kreieren mit solchen verkürzten Aussagen grundsätzlich auch erstmal ein Ressentiment. So, oh, das möchte ich jetzt eigentlich überhaupt gar nicht hören. So geht es mir ja auch teilweise. So, und das heißt, Sie machen sich dann Sorgen um die Wählbarkeit sozusagen? Natürlich auch. Und vor allen Dingen, dass das glauben Sie, Sie wären in Baden-Württemberg noch erfolgreicher gewesen, wenn es die Höckes dieser Welt nicht gäbe? Nicht die Höckes dieser Welt, aber wenn es die bestimmte Aussagen nicht gegeben hätte, wir wären bei weitem erfolgreicher gewesen. Zum Beispiel den Schießbefehl von Frau von Storch zum Beispiel. Das glaube ich zum Beispiel nie und nimmer. Ich glaube, das ist genau das Spiel, was Sie spielen, dass Sie auf der einen Seite den Höcke haben, der für bestimmte Klientel zuständig ist, und Sie machen sozusagen Good Guy, Bad Guy. Sie sind sozusagen eloquent und kommen freundlich rüber, und der Höcke soll genau das machen, was er macht. Und so funken sie im Grunde genau in diese rechte Klientel rein, um die zu binden und gleichzeitig aber durch sie jetzt, wenn sie so ja erstmal auch überzeugend auftreten, natürlich sozusagen den liberaleren und den aufgeschlossenen Flügel zu binden. Aber das ist nicht so, gegen Sie sind, wenn Sie ehrlich sind. Das ist das, was Sie wollen. Würde gerne mal Herrn Probst, okay, und dann Herr Probst, weil ich gerne wissen würde, wie der Politikwissenschaftler das sieht. Ja, ich würde gerne darauf antworten, tatsächlich, das scheint vielleicht so, und Sie glauben das, ja, das ist ja auch Ihr gutes Recht, und ich kann das sogar auch nachvollziehen. Ja, aber es ist einfach so, wenn wir in die Geschichte reingehen, ja, dann hatte eigentlich keine Partei nachhaltig Bestand, die sich, sage ich jetzt mal, rechtskonservativer als die CDU/CSU positioniert hat. Und dementsprechend ist eigentlich, sage ich jetzt mal, diese Auslegung nach immer weiter rechts extrem schädlich, weil sie dadurch natürlich auch die Existenzberechtigung einer Partei mit einem Anliegen wie die AfD, direkte Demokratie, Eurokritik und, nachhaltig gefährden. Weil sie dadurch einfach in diese Ecke reinkommen. Ich sage jetzt einfach mal Republikanerfalle, ja, in die sie erstmal überhaupt gar nicht wollen. Und zweitens, die überhaupt gar keinen Bestand hat in der politischen Kultur von Deutschland.
Ist das tatsächlich die Taktik, die Sie gerade angesprochen haben, Herr Probst? Oder glauben Sie, dass es da tatsächlich diese wirklichen Flügelkämpfe gibt? Und jetzt muss ich sozusagen zeigen, wes Geistes Kind diese Partei tatsächlich ist und wo die wirklich stehen am Wochenende, bevor wir dann zur Frage kommen, was passiert denn da eigentlich gerade? Wie kann es denn sein, dass eine solche Bewegung, nenne ich sie jetzt erstmal, dass eine solche Bewegung bis tief hinein, wirklich in die bürgerliche Mitte plötzlich Stimmen einsammelt? Das ist ja kein Phänomen, das nur eine Minderheit betrifft. Also ich bin erstmal grundsätzlich dafür, dass man differenziert mit der AfD umgeht. Das heißt, die AfD hat viele Gesichter. Sie hat das Gesicht von Frau Weidel und sie hat das Gesicht von Herrn Höcke. Und auch das Gesicht von Herrn Meuthen zum Beispiel. Herrn Meuthen. Ja, auf ihrer Schiene ist. Es ist also überhaupt Schiene nicht ausgemacht, ist, ja, sozusagen, in welche Richtung die Partei sich in, ja, Zukunft entwickelt. Aber gegenwärtig ist es natürlich so, dass ein Teil offen ist für rassistische oder auch rechtsextreme Positionen. Das heißt, die AfD wird sich in der nächsten Zeit entscheiden müssen, ob sie eine NPD-Light sein will oder ob sie eine rechtskonservative, wirtschaftsliberale FDP sein will. Und Frau Weidel sozusagen verkörpert einen Pol in dieser Geschichte, aber Herr Höcke und andere verkörpern einen anderen Pol. Und natürlich ist dieses Spiel mit diesen beiden Polen gegenwärtig attraktiv, aber es wird die Partei in Zukunft nicht darum herumkommen, sich, wie gesagt, zwischen diesen beiden Polen entscheiden zu müssen. Und man wird sehen, wie das ausgeht. Gegenwärtig mobilisiert natürlich die AfD vor allen Dingen auch Protest. Sie mobilisiert auch bewusst Wählerinnen und Wähler am rechten Rand. Sie spielt auch mit Positionen. Das war natürlich auch so, als Frau von Storch oder Frau Petri diese Sache mit dem Schießen auf Flüchtlinge ins Spiel gebracht haben. Das testet man mal aus, wie weit man gehen kann. Oder auch, wenn Herr Gauland sagt, mit dem Volkskörper. Das ist ja alles eine Terminologie, die uns durchaus bekannt ist, die auch gerade sozusagen im rechtsextremen Parteienspektrum eine große Rolle spielt. Und man darf nicht vergessen, dass viele rechte Bewegungen, die sozusagen bisher gar keinen Resonanzboden hatten, andocken an die AfD und versuchen, die AfD auch in ihrem Sinne natürlich zu instrumentalisieren. Und das muss einen natürlich schon zu denken geben. Und ich kann mir einfach schwer vorstellen, wie man es aushalten kann, auf der einen Seite Positionen zu vertreten, wie Sie sie in der einen oder anderen Frage vertreten, und gleichzeitig mit jemandem wie Herrn Höcke in einer Partei zu sein. Also auch Sie müssen ja ein Bekenntnis ablegen. Sie müssen sagen, in welche Richtung will ich denn diese Partei entwickeln? Soll das eine rechtskonservative oder demokratische Partei sein oder nicht? Ja, klar. Und genau das ist eben der Punkt, warum ich in der AfD bin, weil wir eine liberal-konservative Partei, so wie ich sie gerne haben möchte, ja, weil wir daran arbeiten müssen. Und das kann ich natürlich nicht tun, indem ich austrete. Das geht natürlich nicht, weil nämlich diese wichtigen Treiberthemen, wie beispielsweise Volksentscheide, so auf allen Ebenen, finden Sie in keiner anderen Partei. Nur die Piraten hatten das auch zum Beispiel. Sie hätten auch zu den Piraten gehen können. Da sagen doch inzwischen alle, das ist doch nicht wahr, Frau Weidel. Ja. Außerdem, Sie sagen jetzt auf allen Ebenen, auf kommunaler Ebene und auf Landesebene, haben wir überall Volksentscheide. Das ist seit 1994 sozusagen in den verschiedenen Landesverfassungen. Es wird gar nicht so viel Gebrauch davon gemacht, zum Teil, weil die Quoren problematisch sind, aber auch daran hat man gearbeitet. Also sozusagen, Sie bringen etwas ins Spiel, was es de facto schon gibt, nicht auf Bundesebene. So. Da gab es sozusagen bei den Vätern des Grundgesetzes gewisse Vorbehalte, also, die man vor dem Hintergrund unserer Geschichte verstehen kann. Darüber kann man reden, darüber reden aber auch andere Parteien. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal der AfD. Sie versuchen sich ja auch immer von den anderen Parteien abzugrenzen. Das sind die Etablierten. Ja? Also Sie spielen ja mit diesem Außenseitertum. Sie sagen vorhin, Sie wollen gar nicht die Außenseiter sein. Nein, Sie wollen sozusagen Teil des Systems sein. Sie sind ja schon Teil des Systems geworden. Sie sind doch gar nicht eine Anti-Establishment-Partei, sondern was in neuen Parlamenten kann, ja, sitzen Parlamentarier von Ihnen. Im Europaparlament, das sind doch Politiker, die werden bezahlt. Die kriegen Diäten, wie alle anderen auch. Sie sind inzwischen genauso Teil dieses politischen Institutionensystems und müssen die Frage beantworten, ob Sie Verantwortung übernehmen wollen, konstruktiv mitarbeiten am Parlamentarismus, Lösungen vortragen wollen. Bisher hört man von Ihnen nur relativ einfache Antworten, aber keine Antworten, die wirklich tragfähig sind. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, einfache Antworten worauf? Also der Punkt ist, eine Willkommenskultur, ja, Grenzen auf, ja, ich sag's Ihnen jetzt einfach mal. Das wäre doch ein klassisches Beispiel gewesen für einen Volksentscheid, dass man einfach die Bürger fragt, Mensch, seid ihr denn jetzt eigentlich dafür, dass wir uns über das Asylgesetz hinwegsetzen? So, da möchte ich doch ganz gerne mal gefragt werden. Und überall, wo ich hingehe, wollen das die Leute auch. So, das wäre doch mal ein Thema gewesen. Das wäre auch mal ehrliche Transparenz gewesen, den Bürger und Wähler mit abzuholen.
Und mir oder der AfD vorzuwerfen, dass wir es uns zu einfach machen, genau das tun wir ja nicht, indem ich jetzt hier differenziere, dass man ja grundsätzlich da unterscheiden muss. Das hatten Sie vor einem halben Jahr überhaupt gar nicht. Also dementsprechend kann ich diesen Vorwurf überhaupt gar nicht gelten lassen. Aber Frau Weidel, eine ganz konkrete Nachfrage an dem Punkt, weil Klar. Sie sagen, da hätte man einen Volksentscheid machen müssen, die Leute mal fragen sollen oder müssen, ob die das eigentlich so wollen. Was hätten Sie gemacht? Angenommen, Sie sind jetzt Bundeskanzlerin, wir schreiben das Jahr 2045, es ist soweit, man hat sie gewählt und dann haben Sie die Situation wie zum Beispiel in Ungarn, Sie haben dieses Foto von Herrn Etter, das wir gerade gesehen haben, Sie haben noch viele andere, noch viel schlimmere Bilder, Sie haben die Situation am Budapester Hauptbahnhof. Da stehen dann plötzlich zehntausende Leute und haben irgendwie nichts richtig zu trinken, haben verzweifelte Menschen, haben Situationen, wie Sie sie später in Idomeni an der Grenze haben. Da machen Sie Umfragen und fragen mal nach, was die Leute so wollen oder wie agieren Sie dann? Machen Sie dann die Grenze einmal auf oder, ja, oder was tun fair, Sie? Fair. Also erstmal hat sich diese Flüchtlingskrise, es hat sich abgezeichnet. Ja? Sie hatten eigentlich Vorlaufzeit. Es wurde nichts gemacht. Stattdessen Stimmt. Willkommenskultur. So, das ist das Erste gewesen. Das Zweite, Sie hatten eigentlich genügend Hebel, beispielsweise über das UN-Flüchtlingswerk, über das Welternährungsprogramm, rechtzeitig die Budgets aufzustocken, dass die Zahlungen auch Alles beispielsweise... Richtig. In den ja, aber Alles richtig. Hat aber keiner es gemacht. Wird, es hat aber nicht gemacht. Ich frage mich, warum nicht. Das hätte ich. Sie fragen mich, was ich als Bundeskanzlerin gemacht hätte. Nein, hätte ich doch dann sofort die Budgets freigegeben. Das ist doch erstmal die Vorarbeit, die Sie überhaupt erstmal leisten müssen. Aber weißt es geht du? Ja nicht darum, was da vorher gemacht oder nicht gemacht worden ist. Es geht um die konkrete Situation. Sie stecken jetzt in dieser Situation und erleben gleichzeitig, dass Sie Ihre so europäischen Partner... Ja. Was heißt, Sie hätten Sie sie nicht so weit kommen lassen? Die waren ja schon da, die Leute. Nein, also vorher hätte man das doch machen können, genauso wie ich das was jetzt Was hätten grade... Sie gemacht? Die UN-Hilfen? Nein, natürlich erstmal nicht. Ja, aber der Punkt ist doch einfach, dass Sie erstmal vor Ort Hilfe leisten müssen. Das wurde nicht gemacht. So, und dann ist es einfach so, dann entsenden Sie einen Willkommensruf. Ich hätte diesen Willkommensruf nicht entsendet, weil Sie nämlich genau dann diese Szenarien haben in der Unverantwortlichkeit im Mittelmeer, die sich gar nicht abspielen müssen. Ich hätte also zugelassen, dass man beispielsweise Anträge auch im Ausland stellen okay, kann. Okay, haben wir schon gesagt. Jetzt ja, haben Sie aber richtig. Die Situation, Frau Weidel, da gibt es einen Alexander Gauland, den wir eben schon gehört haben, der sagte, diese Flüchtlingskrise ist für uns tatsächlich als AfD ein Geschenk. Ist ein Geschenk. Was hat er genau gesagt? Die Flüchtlingskrise? Ist das genau seine Aussage gewesen? Man muss immer aufpassen bei Ihrer Partei. Man wird sonst nämlich sehr, sehr schnell wieder verklagt. Nein, ich meine es wirklich. Muss man wirklich aufpassen, haben Sie recht. Ich hole das Originalzitat gerne noch mal raus für Sie. Man kann...